Wulff zitierte Lindenberg. Dass sie sich da so ähnlich sind, man würde es kaum meinen. Ich bin überparteilicher Jodler, ja, ne, ist klar, ne. Ganze Jumbos voller Eskimos, wie New York City, richtig schwer was los. Wir stehen am Bahnsteig, begrüßen jeden Zug, graue deutsche Mäuse, haben wir schon genug, bunte Republik Deutschland. Yeah. Na also, und zum guten Schluss noch diese... Sie bei seiner Antrittsrede als Bundespräsident. Und beide brachte diese BRD heute Abend zusammen. Am Vorabend des so historischen deutschen Datums 9. November. Zum 21. Jahrestag des Mauerfalls gab Udo Lindenberg ein Sonderkonzert. Nicht in Pankow, sondern im brandenburgischen Neu-Hardenberg. Und dafür war auch der Bundespräsident extra angereist. Warmlaufen vor dem Konzert. Der Panikrocker, gewohnt lässig, ohne Sonderzug ist er angereist, dafür mit Bildern im Gepäck. Udo Lindenbergs Deutschland seit der Wende, gemalt mit Eierlikör und Blue Curaçao. Der unvergessene Tag vor 21 Jahren, Mauerfall. Und das war ja ein totaler Hammer, dass es dann plötzlich doch irgendwie ging. Ja. All die ganzen Schlagerhafen dürfen da singen. Udo Lindenberg rockt mit seinen 64 Jahren in der Light-Version durch die Schinkelkirche. Immer wieder kurz eine Deutschland-Bestandsaufnahme. Lob für die neue Protestkultur im Lande und mit Blick auf die geplante Verlängerung der Atomlaufzeiten ein Hinweis an den Bundespräsidenten im Publikum. Der Bundespräsident musste, ich glaube, seine Unterschrift da noch irgendwann leisten und so. Und Christian... Vielleicht können Sie das einrichten, dass Sie genau an dem Tag, wenn die Unterschrift erfolgen soll, Sie einen kleinen Gichtanfall in der Hand haben und das gar nicht unterschreiben kann. Ja, du machst dein Ding. Kein Kommentar von Christian zum Gichtanfall, aber zu Udos Einsatz in den 80er Jahren. Wenn wir morgen den 21. Jahrestag des Falls der Mauer begehen, dann hat Udo Lindenberg einen Anteil daran, dass sie gefallen ist, weil er dieses Thema ständig und immer wieder thematisiert hat. Dafür bekommt der Rockpoet der Einheit am Donnerstag auch den Bambi für sein Lebenswerk. Mädchen aus Berlin, das war wirklich schwer.